Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Ja, in den nächsten Tagen gibt es bei uns recht große Temperaturunterschiede. Auf der einen Seite, ja, müssen wir noch mal mit kalten Nächten rechnen. Recht verbreitet kann es durchaus noch mal zu Bodenfrost kommen. Auf der anderen Seite erwarten wir am Donnerstag den ersten Sommertag, also sprich Höchsttemperaturen von über 25 Grad in Deutschland. Allerdings, das könnt ihr euch denken, nicht überall im Land wird das der Fall sein. Also auf diese recht großen Gegensätze werden wir gleich ein bisschen genauer schauen. Ja, am gestrigen 1. Mai gab es nachmittags abends vor allen Dingen im Westen des Landes doch noch den ein oder anderen kräftigen Schauer oder auch ein kurzes Gewitter. Da ist bestimmt der ein oder andere auf seiner Mai-Tour gegen Abend mal von einem kräftigen Regenguss überrascht worden. Ja, und Nico bei Münster, der hat gestern, ja, im richtigen Augenblick, würde ich mal sagen, auf den Auslöser seines Handys gedrückt und diesen schönen Blitz hier mit seiner Kamera eingefangen. Ja, dann ist ja momentan auch ja die Zeit der Obstblüte, während zum Beispiel in Hamburg die ja japanische Zierkirsche erst so richtig in voller Blüte ist. Sieht ja immer toll aus, diese rosa Färbung, dieser vollhängende Baum mit ja vielen Blüten. Ja, während es hier halt insgesamt ja auch ein bisschen kühler war in den letzten Wochen, hat uns Inge aus Stuttgart geschrieben, dass die meisten Apfelbäume hier schon mit ihrer Blüte durch sind. Also nur noch so ein paar späte Sorten jetzt wirklich in voller Blüte sind. Also hier ist die Natur schon ein bisschen weiter als im Norden. Wir schauen auf den heutigen Dienstag. Und da ist es so, es ist ein bisschen unbeständiger schon als am gestrigen Maifeiertag. Und wir sehen vor allen Dingen in der Nordhälfte, fällt direkt auf, es wird deutlich kühler werden. Hier ist nämlich jetzt eine Kaltfront oder zieht eine Kaltfront heute von Norden in Richtung Landesmitte. Die Kaltfront selber ist nicht so wirklich wetteraktiv, aber im Vorfeld der Kaltfront, wo wir noch diese etwas feuchtere und labilere Luftmassen im Süden haben, da werden sich im Tagesverlauf bei wechselnder Bewölkung mal der ein oder andere Schauer oder auch ein kurzes Gewitter entwickeln. Gerade an den Alpen, da regnet es auch durchaus mal häufiger. Ansonsten in der Nordhälfte, ja, anfangs auch noch mal so aus dichten Wolken, vielleicht mal ein bisschen Getröpfel, ein bisschen Sprühregen möglich, aber dann im Laufe des Tages, vor allen Dingen zum Nachmittag, bleibt es doch hier häufig trocken bei so einem Gemisch aus mal dichteren Wolken und gelegentlichem Sonnenschein. Am besten wird sich die Sonne wahrscheinlich so Richtung Ostseeküste durchsetzen, während es von der Nordsee her auch noch mal den ein oder anderen kurzen Schauer geben kann. Aber das Auffällige ist halt der Temperaturrückgang im Norden schon. Wir liegen nur noch so bei Höchstwerten von 11 bis 14 Grad und dazu weht auch so ein ja recht böiger Nordwestwind, während es im Süden auch heute wieder milder bzw. wärmer ist. Wir blicken auf die kommende Nacht. Da ist es so, ja, die Schauer auch im Süden des Landes lassen nach. Letzte Regengüsse noch an den Alpen, die werden aber auch bald abklingen. Ja, und dann ist es ja hinter der Kaltfront, lockern die Wolken auf. Es wird vielfach aufklaren. Teilweise ist es auch wirklich sternenklar. Ja, und dann ist es in dieser kühlen Luftmasse auch wieder eine kalte Nacht. Abgesehen mal vom äußersten Süden und direkten Küstenabschnitten, wo es ein bisschen milder bleibt, muss man so mit Tiefstwerten nur noch von knapp über 0 Grad rechnen. Und das bedeutet, ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, nochmal recht verbreitet Bodenfrostgefahr. Also Hobbygärtner müssen nochmal schauen, ihre empfindlichen und kritisch oder empfindlichen Pflanzen nochmal hier ein bisschen schützen. Ja, dann gucken wir auf die Wetterlage schon mal für den morgigen Mittwoch und da sehen wir das Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen. Es ist eine kühle Luftmasse, eine Kaltluft, ja, versehene Luftmasse nochmal in die Nordhälfte des Landes eingeflossen. Gleichzeitig weitet sich ein Hochdruckkeil von Norden her zu uns aus und das sind halt die besten Voraussetzungen nochmal für kalte Nächte. Ja, gleichzeitig haben wir es mit ja doch etwas zunehmendem Tiefdruckeinfluss jetzt vom Atlantik her so langsam zu tun und damit kommen zunehmend ja wärmere Luftmassen dann in den Süden und Südwesten mit südlicher bzw. anfangs auch südöstlicher Strömung. Ja, und zum Freitag werden sich zum Donnerstag, da sind wir erst, die Gegensätze noch etwas verstärken. Das Hochdruckgebiet weitet so einen Einfluss dann ein bisschen weiter Richtung Baltikum, Richtung Osteuropa aus. Immer noch etwas kühlere oder kältere Luftmassen im Norden und Nordosten, wetterbestimmend, während dann ja von dem Tief draußen auf dem Atlantik sich die Tiefdruckzone schon so weiter Richtung Ärmelkanal verlagern wird. Damit erreicht der Zustrom ja warmer Luftmassen dann im Westen und Süden dann praktisch schon seinen Höhepunkt und es werden sich halt große Gegensätze bei uns aufbauen.
Ja, und diese Gegensätze sehen wir auch nochmal ganz schön. Jetzt erstmal bei den, ja, bei der Bodenfrostgefahr nochmal in der Nacht zum Donnerstag, denn diese besteht vor allen Dingen nochmal im Norden und Osten des Landes. Also hier nochmal eine richtig kalte Nacht. Das sehen wir auf der einen Seite. Dann möchte ich euch noch eine Karte zeigen mit der Abweichung der Höchsttemperatur für den Donnerstag. Und da sehen wir, dass es dann im Westen und Süden warm ist. Ja, auch deutlich zu warm für die Jahreszeit schon dann. Auf der anderen Seite nach Norden und Nordosten mit der bläulichen Färbung ist es kühler. Also hier schon recht große Unterschiede dann bei den Temperaturen. Ja, wir gucken auf den Mittwoch und den Donnerstag als Tage, die unter Hochdruckeinfluss uns trockenes Wetter bescheren werden. Schönes Frühlings- bzw. ja fast schon Frühsommerwetter, muss man sagen. Letzte Schauer oder einzelne Schauer kann es vielleicht am Mittwoch noch am östlichen Alpenrand geben. Ich habe hin und her überlegt, mache ich noch einen Tropfen dran. Ich habe ihn jetzt weggelassen, ich erwähne es halt nur. Also so ein bisschen dichtere Quellbewölkung im Süden und Südosten Bayerns. Sonst gibt es am Mittwoch viel Sonnenschein. Vor allen Dingen im Westen und Südwesten wahrscheinlich wenige bis gar keine Wolken. Im Norden ist es immer noch so ein bisschen wolkiger. Mal mehr, mal weniger Wolken sind dabei. Aber die Sonne wird sich wahrscheinlich auch mal durchsetzen. Am besten kann sie das wahrscheinlich wieder Richtung Ostseeküste schaffen. Ja, Temperaturgegensätze bauen sich schon etwas auf. Also schon mal 20, 21 Grad im Südwesten. Entschuldigung. Im Norden bleibt es bei 11 bis 14, maximal 15 Grad, doch etwas kühler. Ja, am Donnerstag dann der Tag, wo es, ja, ich musste erstmal wieder den roten Farbeimer suchen. Das erste Mal seit mehr als einem halben Jahr, dass wir wohl 25 Grad bzw. sogar eventuell etwas mehr erreichen können. Das wird in den Regionen Saarland, so südliches Rheinland-Pfalz, Rhein-Neckar-Raum und dann vor allen Dingen am Oberrhein der Fall sein, wo wir wirklich die 25 Grad-Marke wahrscheinlich knacken werden. Auch sonst wird es milder bzw. wärmer werden, auch in Richtung Norden und Nordosten. Allerdings so Richtung Küsten merkt man davon insgesamt nicht viel. Und der Einfluss der Wärme ist nach Norden hin sowieso begrenzter. Dazu wird es nochmal ein freundlicher Tag mit viel Sonne werden. Es sind allerdings schon mal so ein paar Schleierwolken unterwegs. Das heißt, die Sonne auch mal schon mal so ein bisschen milchig verdeckt. Aber es überwiegt doch noch der freundliche Samteindruck. Sonne wird immer wieder dann auch sich durchsetzen. Erst so im Laufe des Nachmittags und Abends kann es dann so von der Schweiz, von Frankreich her im Südwesten und Westen etwas wolkiger werden. Auch sonst wiederum auch im Norden mal die Schleierwolken auch ein bisschen wolkiger, auch von der Nordsee her mal ein paar Wolkenfelder, die mal reindriften können. Aber es wird halt noch ein trockener Tag sein. Das wird sich allerdings ja dann zum Freitag ändern, wenn wir noch mal kurz auf die, ja, das signifikante Wetter für den Freitag schauen. Ja, mit der feuchteren Luft wird es dann auch im Laufe des Tages zunehmend wiederholt zu Schauer und auch Gewitter kommen, wie wir hier sehen. Und das könnte auch mal gerade zum Nachmittag auch mal wieder recht kräftig werden. Alles Weitere wird sich Fabian später noch mal im neuen Video genauer angucken, wann und ob das Ganze überhaupt im äußersten Osten und Nordosten überhaupt ankommt. Ja, die letzten beiden Karten wollen wir natürlich noch mal drauf schauen, auf einen Trend. Wir blicken zunächst mal in den Südwesten, auch Stuttgart. Und da sehen wir ja den Höhepunkt der Wärme am Donnerstag. Alles super, schönes Frühlings-Frühsommerwetter. Ja, dann wird es allerdings auch hier schon wieder unbeständiger sehen werden. Wir haben den Freitag gesehen und wir sehen auch das Wochenende. Insgesamt immer wieder feuchtere Luftmassen, die mal in den Westen und Süden des Landes kommen. Also es wird dann auch mal weitere Schauer und vielleicht auch mal einzelne Gewitter geben. Und nach noch einem wahrscheinlich relativ warmen nächsten Wochenende könnten in der nächsten Woche dann auch die Temperaturen hier wieder etwas zurückgehen. Vergleichen wir das noch einmal zu Ende jetzt mit Potsdam. So, ja, stellvertretend für den Osten und Nordosten. Hier sehen wir, kratzen immer mal so allenfalls mal an der 20-Grad-Marke. Auch hier am Donnerstag etwas milder oder wärmer. Aber dann sehen wir auch so richtig durchbrechen wird halt auch hier die Wärme nicht. Das heißt, auch in der nächsten Woche, übers Wochenende hinaus, wahrscheinlich Temperaturen bis allenfalls mal an die 20 Grad. Die Warmluft kommt hier nicht so wirklich an. Heißt aber auch, dass die Niederschlagsgebiete hier deutlich abgeschwächter ankommen. Das heißt, hier ist mal am Samstag ein bisschen Niederschlag drin. Aber ansonsten wahrscheinlich auch häufig trocken in nächster Zeit im Osten und Nordosten. Das war's von mir erstmal. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart, kann man ja sagen, am heutigen Dienstag. Bis morgen, wenn ihr Lust habt. Ciao.